Sind die Buchstaben SSSS auf deiner Bordkarte ein Grund zur Sorge? Was ist gefährlicher als Turbulenzen? Ist es wirklich sinnvoll, als Erster ins Flugzeug zu steigen? Du wirst es gleich erfahren. Dir ist bestimmt aufgefallen, dass die meisten Flugzeuge blaue Sitze haben. Dahinter steckt aber kein Geheimnis. Fluggesellschaften wählen blau, weil die Farbe beruhigend wirkt. Angeblich sind Passagiere dann entspannter und selbst die nervösesten entspannen sich. Aber es gibt noch einen anderen praktischen Grund dafür. Flecken, Schmutz und Kratzer sind auf dunkelblauem Stoff weniger sichtbar. Bestimmt hat man dir schon gesagt, dass du deine Bordkarte nicht achtlos in einen öffentlichen Mülleimer werfen solltest. Immerhin stehen darauf eine Menge sensibler Daten. Neben deinem Namen steht da auch deine Vielfliegernummer. Mit dieser Nummer könnte jemand deine zukünftigen Buchungen checken, deinen Sitzplatz ändern und im schlimmsten Fall sogar deine Flüge stornieren. Nimm deine Bordkarte nach dem Flug lieber mit nach Hause und wirf sie in den Schredder. Ach, und wenn du die Buchstaben SSSS oder Sternchen S Sternchen auf deiner Bordkarte siehst, mach dich auf zusätzliche Sicherheitskontrollen gefasst. Anstelle dieser Buchstaben könnte es auch ein Schachbrettmuster sein. Wenn eines dieser Zeichen auf deine Bordkarte gedruckt ist, wird wahrscheinlich dein Handgepäck gründlich kontrolliert. Aber das Flugzeug rumpelt und rauscht gleich über die Startbahn. Du schaust aus dem Fenster. Dein Herz pocht. Wie aufregend, du fliegst in den Urlaub. Endlich! Du bist über den Wolken in einer Höhe von 10.700 Metern und stehst auf, um dich zu strecken. Du schaust den Gang entlang und siehst die Cockpit-Tür offen stehen. Zu deinem Erstaunen stellst du fest, dass das Cockpit leer ist. Entweder schlafen die Piloten irgendwo, machen eine Pause oder niemand fliegt das Ding. Du fragst die Stewardess und sie sagt dir, dass du in einem vollautomatischen Flugzeug sitzt und du kannst nichts dagegen tun. Selbst fliegende Flugzeuge sind schon lange nicht mehr nur Science Fiction. Sie gibt es schon eine Weile. Viele Unternehmen sind der Meinung, dass pilotenlose Passagierflüge nicht mehr eine Frage des Ob, sondern des Wann sind. Schwierig wird es aber, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie sicher sind. Einige Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, dass, wenn das Anschnallzeichen ausgeschaltet ist, ein normales Passagierflugzeug alleine fliegt. Der Autopilot kann sogar auf Anweisung steigen, sinken und wenden. Wir sind also alle schon mal mit einem automatischen System geflogen. Und zwar nur nicht bewusst, in welchem Ausmaß. Ein kommerzielles Verkehrsflugzeug ist auch schon selbst gelandet. Ja, es ist noch nicht ganz ausgereift. Deswegen sitzen noch zwei ausgebildete Piloten im Cockpit. Noch. Unternehmen wie zum Beispiel Merlin Air haben kleine zweimotorige Flugzeuge getestet, die sie in der Mojave-Wüste selbst fliegen ließen. Airbus hat im Dezember 2019 seinen ersten vollautomatischen Start durchgeführt. Allerdings saßen zwei Piloten im Cockpit. Nur für den Fall der Fälle. Und dann gibt es Unternehmen, die Hard- und Software entwickeln, um auch ältere Flugzeuge nachrüsten zu können. Ziel ist es, alles, was ein Pilot hat, und schon können sie die Tür entriegeln. Piloten haben keine Angst vor Turbulenzen. Warum nicht? Weil sie wissen, dass es etwas viel Gefährlicheres gibt, nämlich Aufwinde. Bei den meisten Turbulenzen fällt das Flugzeug nur ein paar Meter nach unten, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt, als würdest du von der Spitze des Empire State Buildings fallen. Wenn die Turbulenzen so stark sind, dass die Piloten auch die Flugbegleiter auffordern, sich zu setzen und sich anzuschnallen, dann wird angenommen, dass das Flugzeug 3 bis 6 Meter in die Tiefe absackt. Aber diese extremen und nervenaufreibenden Turbulenzen sind eher selten. Beim Aufwind sieht's etwas anders aus. Das ist eine große Luftmasse, oft Teil eines Sturms oder eines anderen Wetterphänomens, die sich nach oben bewegt. Nachts erkennen Piloten diese Aufwände nicht, auch nicht auf dem Radar. Und wenn ein Flugzeug auf einen Aufwind trifft, fühlt es sich an, als würde es mit 800 Kilometern pro Stunde über eine große Bodenwelle fliegen. Aufwinde sind also gefährlicher, weil sie ein Flugzeug in gefährliche Höhen treiben können. Moderne Flugzeuge haben ein spezielles System, das andere Flugzeuge, Berge und andere Festobjekte auf ihrem Weg erkennt. Ist ein anderes Flugzeug 16 Kilometer entfernt, ertönt eine Stimme im Cockpit, die sagt: Verkehr, Verkehr. 8 Kilometer weiter und diese Stimme gibt den Piloten Anweisungen. Wusstest du, dass Flugzeuge auch nur mit einem Triebwerk fliegen können? Sie können so sogar starten und landen. Die Kragen immer in der Mitte zu liegen kommen. Arbeite dich bis zu deinen Hosen und kleineren Teilen vor, bis alles flach vor dir liegt. Die Hosen sollten möglichst mittig liegen. Lege nun die Teile gemeinsam zusammen. Die Oberteile bilden dabei die äußerste Schicht.
So erhältst du ein Bündel, wie ein Geschenk. Dieses Bündel schiebst du dann in deinen Koffer. Möchtest du noch mehr Platz im Koffer sparen? Statt deine Unterwäsche in ein eigenes Fach zu stecken, versuche sie in jede verfügbare Ritze zu schieben. Hast du zum Beispiel speziell für ein und mehrere Paar Schuhe? So nehmen die Schuhe weniger Platz weg und deine restliche Kleidung kommt nicht in Kontakt mit deinem Schuhwerk und bleibt sauber. Niemand möchte Oberteile anziehen, die nach Käsefüßen riechen. Wenn du immer noch Probleme hast, alles in deinen Koffer zu bekommen, gibt es weitere wertvolle Tricks, um etwas mehr mitzunehmen, ohne dafür zahlen zu müssen. Die offensichtlichste Variante ist, die Sachen am Körper zu tragen. Genau, Zwiebelchen-Look. Nimm die größeren Kleidungsstücke aus dem Koffer und ziehe so viele wie möglich an. Trage Shorts unter der Hose oder mehrere Lagen Oberteile, Pullis, Jacken übereinander. Du magst zwar ihre Plätze einnehmen und sich anschnallen. Falls du ein Angstflieger bist, dann buche einen Platz in der Mitte der Kabine. Turbulenzen machen sich hauptsächlich im vorderen und hinteren Teil der Kabine bemerkbar. Der mittlere Teil, der sich über den Flügeln befindet, wird nicht so stark durchgeschüttelt. Piloten und Co-Piloten müssen unterschiedliche Mahlzeiten essen. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Stell dir vor, beide Piloten essen das gleiche Gericht und bekommen eine Lebensmittelvergiftung. Wer soll dann noch das Flugzeug steuern? Falls sie aber trotzdem das gleiche essen wollen, greift auch dann ein Sicherheitsprinzip. Sie essen nicht zur gleichen Zeit. Wenn ein Pilot gegessen hat und sich nach mehreren Stunden gut fühlt, dann darf auch der andere Pilot seine Mahlzeit einnehmen. Was würdest du sagen, wenn ich dich nach den schmutzigsten Stellen im Flugzeug frage? Nein, es ist nicht der Toilettensitz. Die Toilette ist nicht das Schmutzigste im Flugzeug. Flugbegleiter sagen, dass du bei Kopfstützen, Sitztaschen, Tabletttischen und Sitzgurten achtsam sein solltest. Experimente haben gezeigt, dass ein Drittel aller Sitzgurte mit Hefe und Schimmelpilzen belastet ist. Auch die meisten Ablagetische sind mit Bakterien übersät. Und die Taschen an den Sitzen sind auch ziemlich schmutzig. Aber die Kopfstützen können das noch toppen. Sie sind am schmutzigsten. Oft reicht die Zeit nicht, um sie zwischen den Flügen zu wechseln oder zu desinfizieren. Falls du deinen Flugkapitän mal sagen hörst, dass er gerade mit Papierkram beschäftigt ist, bedeutet das elektrisch angetrieben, um die Emissionen niedrig zu halten. Insgesamt also weniger Staus und Abgase. Was die Lufttaxis aber besonders macht, es gibt keine Piloten und das Ziel steht von Anfang an fest. Die Herausforderung für die Ingenieure bei der Planung sind die zahlreichen Strukturen wie Gebäude und Brücken und auch bewegliche Hindernisse wie andere Flugzeuge und Vogelschwärme, denen die Lufttaxis ausweichen müssen. Aber auch verschiedene Wetterbedingungen müssen bedacht werden. Superstürme, Staubstürme, Schnee, Windböen und auch Tornados können zu einem echten Problem werden. Du kannst dein Lufttaxi schließlich nicht anweisen, eine andere Route einzuschlagen. Oder werden wir das tun können? Vielleicht können wir dem System verbal sagen, dass es von seiner geplanten Route abweichen soll. So läuft das doch auch bei normalen Flugzeugen ab, wenn sie auf eine Schlechtwetterfront oder andere Turbulenzen zusteuern. Aber es gibt noch viel zu tun. Lufttaxis können bisher nur eine begrenzte Anzahl von Personen befördern. Aber es wird prognostiziert, dass auf Kurzstreckenflügen bis zu 14 Personen mitfliegen können. Das Interesse an diesem Verkehrsmittel ist ziemlich groß. Daher will das Startup Skyports in Melbourne, Australien, bis 2025 eine groß angelegte landesweite Lufttaxibasis einrichten. Auch andere große Unternehmen wie Boeing, Airbus und Toyota sind im Rennen um die Lufttaxis dabei. Angesichts der Tatsache, dass größere Flugzeuge bereits in der Lage sind, ohne Piloten zu fliegen, fragst du dich wahrscheinlich, warum es nicht schon längst Lufttaxis gibt. Die Leute werden sich schon daran gewöhnen. Aber es gibt noch ein paar Hürden, die bewältigt werden müssen. Dazu zählen auch die Vorschriften, die ausgearbeitet werden. Nun ist andersrum. Das heißt, der Bogen befindet sich unter deinem Kinn und die beiden Enden zeigen nach hinten. Dein Nacken wird sich in dieser Position viel entspannter fühlen und du kannst ein schönes Nickerchen machen. Dein Deckenventilator hat zwei Modi, einen für den Winter und einen für den Sommer. Du musst nur den Schalter an deinem Ventilator finden.